Hallo meine Lieben, wir sind weiterhin Xenoblade Chronicles 2 in einem Dungeon unter einem Schrein in der Nähe von Rex Heimatstadt, wo wir eine weitere Stufe, eine weitere Aegis-Stufe von Pyra vermuten. Habe ich das richtig verstanden? Schon wieder so lange her, tut mir leid. Auf jeden Fall sollen wir Rex weiterhelfen, weil Pyra ist ja fort. Die ist mit den Torna... Torna heißen sie. Nicht Tora, Tora war der andere. Der da. ist mit denen gegangen und Rex ist deswegen nicht gerade glücklich. Wir schauen mal weiter. Beim letzten Mal haben wir hier, guck mal, eine neue Klinge bekommen. Den Gork. Gork heißt der. Oder? Gork. Gork heißt der gute Junge. Es ist beruhigend zu sehen, dass die männlichen Klingen genauso exhibitionistisch veranlagt sind wie die weiblichen. Dann gleicht sich das wenigstens aus. Ein Schiedstein. Gut. Sonst ist hier nichts. Dann schauen wir mal. Aber der gute Gork, ich glaube, der passt ganz gut zu Sieg. Also da habe ich Glück gehabt. Das gefällt mir, finde ich schön. Freue ich mich, dass ich den gekriegt habe. Oh. Und es macht sogar Sinn gerade. Aber altes Wissen reicht nicht. Nein! Das ist aber gar nicht gut. Hier komme ich also, hier komme ich nicht weiter ohne altes Wissen. Oh jemine. Wie kann ich das denn noch erhöhen? Altes Wissen. Wasserelement? Hier, altes Wissen. Da muss ich aber noch das Vertrauen erhöhen. Und zwar noch ein ganzes Stück. Oh je, Mini. Habe ich keine Klinge, die sonst altes Wissen hat? Die Frage ist, muss ich hier überhaupt was tun? Welche Klinge könnte denn noch altes Wissen haben? Wo haben wir denn hier die Klingen? Da. Klingenliste. Ich denke mal, ihr habt kein altes Wissen, oder? Spezialtalente. Okay, Durchhaltevermögen, ja. Altes Wissen. Ach, guck mal hier. Das ist natürlich, schlecht, weil die gute habe ich gerade auf Mission geschickt. Ha! Gut, schlechte Idee. So, vielleicht haben wir ja noch jemand anders mit altem Wissen. Aber da haben wir dann, wissen wir zumindest, dass wir weiterkommen. Das ist doch schon mal schön. So, wer hat noch altes Wissen? Kommt schon, lass mich nicht im Stich. Da habe ich aber jetzt Glück gehabt, dass ich noch jemanden habe. Sonst habe ich nämlich, glaube ich, keinen mit altem Wissen. Nee, da muss ich sie zurückholen. Da muss ich sie zurückholen. Ja. Dein Typ ist gefragt. Läuft ja noch nicht so lange. Ist ja nicht schlimm. So, jetzt müsste es aber reichen. Aber auch, dass ich Gork jetzt gekriegt habe, also es ist schon... Habe ich Glück gehabt. Aha. Also das setzt tatsächlich schon voraus, dass man schon mal einen guten Stapel guter Klingen dabei hat. Das ist natürlich interessant. So, Mia. Jetzt kannst du wieder deine alten Klingen haben. Ich glaube, die schicke ich so schnell nicht wieder irgendwo hin. So, hier geht's weiter. Dann muss ich auch weiter? Ja, ich muss nach unten irgendwie. Okay. Hier schwirrt halt so viel rum, das ist mir gruselig.
Agriculture war tokui bunyo desu mo. Die muss doch irgendwann schlecht werden. Ich meine, hier, das ist doch keine gute Umgebung für Klingen. Wenn ich mich richtig erinnere. Und auch keine gute Umgebung für mich. Nein, wir wollen jetzt nicht mit dir spielen. Nein. Mit dir auch nicht. Lasst mich schön in Ruhe. Ich sagte nein. Ach Mensch. Wir müssten gleich da sein. Wahrscheinlich gibt es gleich eine Zwischensequenz. Sehr schön. Bleib schön, wo du bist. Ja. Heldenpforte. Ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, wir sind richtig. お前は命を手に入れた。命。お前の中にはこの子がいる。お前はこの子と共に生きる。 お嬢様、お嬢様、大丈夫ですか？いや、お前ふらついてもう少しで奈落に落ちるとこだったんだぞ。飛んだ足手まといだね。ごめん。いや、無理しないで、もう少し休んでいたらいいわ。 あんただって辛いんだろ。大丈夫だって。もう姉さんが死んだ後、お父さんもすぐに亡くなって。え？さっきの続きだよ。私は忘れがたみになった白子と一緒にいろんな土地を巡った。 逃げ回ったっていうのが正しいかな。逃げる？漁師だった頃に金を借りた人間たちからか。いや、法王朝からさ。どうして？事情はまあいろいろね。
世の中の人はみんな敵みたいに見えて、私たちはさまよい続けるしかなかった。その日を生き延びるのに精一杯で、明日自分が生きていられるかなんて信じてさえいられなかった。そんな時出会ったのがシンだった。シンが私を拾ってくれたんだ。それで シンたちと一緒に。私はシンの姿に未来を見てたんだ。私には未来がなかったから、一緒に見せてもらおうとしていたんだ。でも、らしくないな。え？ニアってそんなことで悩むようなキャラだっけ？別に悩んでなんか。じゃあなんで昔話を？それはたまたま成り行きで。 何が今のニアを縛っているのかわかんないけどさ、もっと自由でいいんじゃないかな。自由？自由でわがまま、こうと思ったら原骨でぶん殴ってでも自分の気持ちを押し通す。それがニアってキャラだろ。なんだよそれ、ただの暴力女じゃないか。よくわかってるじゃない。なんだと？<笑>そう、それでいい。 いつもの私？あと一息、頑張ろうぜ。レックス。Okay, also Nia ist wohl eine Menschenfresserin. Vielleicht das ist richtig verstanden. Okay, die Frage ist, hat ihr Vater quasi ihre Schwester dafür geopfert? Oder... Das werden wir wohl später erst erfahren. Gut, hier geht's weiter. Oh, hier geht's noch runter. Was ist denn hier? Ah, das Klettern hier ist auch furchtbar. Ach, nur ein Sammelpunkt. Na gut. Wie sieht's denn hier aus? Ja, wir sind kurz vorm Ziel. Okay, gucken wir mal. Halle der Helden. Das sieht doch hochgradig... hochgradig mystisch aus. So. Räubern wir erstmal alles aus hier. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich fürchte, hier wird's dann doch sicher gleich wieder einen Bosskampf oder so geben. Da hinten war noch eine Truhe. Na, hier ist auch so ein Giftwasser. Kernkristalle, Geld, yay! Eigentlich könnte ich noch ein paar Kernkristalle verteilen, oder? Ich habe noch so viel... Oh, ich habe eine Truhe übersehen, guck mal. Ach nee, das ist... Aha. Ist nochmal irgendwie anders versteckt. Na gut. Und noch ein Kernkristall. Sweet. Ich
könnte eigentlich noch eine Runde Kernkristalle verteilen. Was meint ihr? Ach nee, gucken wir jetzt erstmal weiter. Gucken wir mal, wie es weitergeht jetzt. Ist da auch noch eine Truhe? Na, sieht nicht so aus. Oder? Nee. Nope. Nope, nope. Auf geht's. Hm. Okay, ich hab's mir fast gedacht. Bitte alle auf einen nur, danke. Kann ich den wenigstens wehtun? Ja, kann ich. Immer schön alle auf einen, danke. Ein Trugbild. Na, wenigstens tun die einem nicht groß weh. Okay. Einer nach dem anderen. Wieso habe ich denn jetzt Gokuto? Habe ich mich verklickt gerade? Hm. Hä? Habe ich mich verklickt oder haben die eine Fähigkeit, dass ich die Klingen wechsle? Hm. Ich habe überhaupt keinen Überblick, wen wir gerade angreifen, wenn ich ehrlich bin. Den da. Hm. Irgendwie ist das ein sehr seltsamer Kampf gerade. Jetzt erwische ich den nicht. Mist, zu spät, was? Mist. Wird das jetzt ein Unendlich-Kampf? Kommt da jedes Mal ein neuer dazu? Wenn ich einen besiege, kommt ein neuer dazu. Kann das sein? Hm. Wie viele sind das jetzt? 5. So, mal gucken, wenn ich den ins Blatt gemacht habe. Nee, jetzt sind es 4. Okay, nee. Ich dachte, da käme immer wieder einer dazu, dann könnte ich hier ja ewig machen. Ach ja, ich hätte besser... Oh, wieso ist Nia platt? Das ist nicht nett. Besser nochmal heilen hier. Nee, jetzt sind sie wieder zu 5.
Das bringt also gar nichts hier. Hier muss irgendwas anderes sein. Hä? Da kommen immer neue dazu. Das bringt nichts. Also normalerweise in solchen Fällen muss ich durchswitchen und finde irgendwie mal was anderes. Aber das sieht schlecht aus. Es kann doch nicht sein, dass wir hier ewig weitermachen müssen. Nee. Da kommen immer neue dazu. Also, wo kommen die denn vor allem her? Wie viele muss ich denn platt machen, bis hier mal was passiert? Da kann ich ja ewig kämpfen. Das bringt halt überhaupt nichts. Das bringt halt überhaupt nichts. Oder ich müsste alle auf einmal platt machen vielleicht. Keine Ahnung. Also das kann ich ja so ewig weitertreiben. Das bringt ja gar nichts. Nee, da kommen doch gleich wieder neue. So, was ist das hier jetzt für eine rote Linie? Da darf ich nicht runter. Jetzt kommen die ganzen Viecher wieder hinterher. Okay. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Soll ich wirklich die ganze Zeit Schattenplatten hauen? Hier ist aber sonst nichts. Sonst war ja immer zumindest was. Sonst war ja zumindest immer irgendwas anderes, was man angreifen konnte. Keine Ahnung. Wir versuchen es jetzt mal. Vielleicht bereue ich das auch gleich. Okay. Nächster? Ja, da kommen jedes Mal neue. Also da kann ich mich ja tot kämpfen. Was erwartet dieses Spiel von mir? Was erwartet dieses Spiel von mir? Ich verstehe es nicht. Hm.
Muss ich alle auf einmal? Da kommen ja trotzdem neue hinterher. Also. Ich meine, das gibt ordentlich Harmoniepunkte am Ende, aber ich glaube nicht, dass das hier so gedacht ist. Was könnte ich tun? Stattdessen. Statt hier stundenlang. Die Viecher in Zaun zu halten. Ich weiß es nicht. Und wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal Schluss für heute. Und vielleicht gucke ich einfach mal nach. Ich schummel jetzt. Weil wenn wir hier, statt dass wir hier stundenlang die Viecher verhauen, vielleicht muss das auch so. Ich weiß es nicht. Aber die Zeit ist mir dann doch ein bisschen zu schade. Von daher sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann habe ich hoffentlich rausgefunden, was die Sache ist. Seid ihr wieder dabei? Ich hoffe doch sehr. Bis dann. Ciao.